Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Ahead in Time. Wir spielen wieder mit unseren Puppen und haben ja den Snatcher jetzt im Schlafzimmer zu Gast. Ein sehr unangenehmer Gast im Schlafzimmer, wenn ihr mich fragt, aber okay. So, es gibt jede Menge zu tun. Draußen geht die Welt unter, wie wir da so ein bisschen schon sehen können. Wir haben die Welten aber auch noch lange nicht alle komplettiert. Und hier die Rutsche ist noch, fangen wir erstmal damit an. Wir haben einige Riss-Token offen. Wir können damit nochmal an die Slot-Maschine. Auf jeden Fall, bitte. So, okay, den haben wir jetzt schon zuhauf gekriegt. Sollten wir uns den einfach mal nehmen? Nee, nochmal bitte. Und ka-ching! Oh, der sieht interessant aus. 2-Sterne-Hut-Flair mit Katzenohren oder was soll das sein? Den nehme ich. Den hätte ich gern. Für den Eishut. Oh, der sieht cool aus. Endlich mal ein Upgrade für den Eishut. Ich glaube, den kann man dauerhaft nehmen. Okay, ausrüsten. Ja, guckt mal hier. Voll die coole Wintermütze mit, ja, ich Katzenohren oder Hundeohren oder Wolfsohren oder was soll das sein? Egal. Auf jeden Fall voll cool und auch schön in unserem Farbschema. Wobei, das könnten wir auch mal wieder wechseln. Wir sind jetzt lange genug in Pink rumgelaufen. Nehmen wir mal Schwedenfarben. Ja, steht uns auch. So, einmal können wir, glaube ich, noch. Wir hatten, glaube ich, 6 Münzen oder sogar schon 7. Ja, geht. So, mal sehen, ob wir wieder diesen Marienkäfer-Haarreif kriegen. Und ka-ching! Nee! Neue Farbe. Die hatten wir schon mal, aber die habe ich nie genommen, weil mir die gerade so nicht zusagt. Aber wer weiß, wie sie am Ende aussieht, ne? Egal, nochmal drehen. Und der Staubsauger ist gegen uns gefahren. Bumm. Da ist er wieder. Eigentlich hätte ich gerne diese Weihnachtsmannmütze da drüber. Na komm. Einmal haben wir noch. Zack. Yay. Mit Ansage. Nehme ich. Oh, für den Eishut auch. Der Einsterner. Wie ungünstig. Ich mag den anderen eigentlich lieber. War aber auch zu erwarten, dass die Weihnachtsmannmütze für den Eishut ist. Nee, dann rüsten wir die mal nicht aus. Oder? Einmal gucken. Ja, die ist halt ein bisschen... Jetzt ist es halt einfach auch wirklich nur eine Standard-Bommelmütze in dem Farbschema. Nee, dann nehmen wir doch was anderes hier. Dann nehmen wir doch... Oh, jetzt können wir... Und 32, uns fehlen noch 4 Knäule. Dann haben wir es doch schon zusammen. So, wo ist er denn jetzt? Vor lauter Schreck. Da. So. Yeah. Für dich haben wir den coolen Flair, oder? Das war doch... War das schon ein extra Flair? Nee, ne? Hier, das war ein extra Flair dafür, aber... Ich glaube, der Standard gefällt mir besser. So, was haben wir noch? Das sind die Einwohnermasken. Ja, da ist die Fuchsmaske deutlich am besten. Und das ist der Sprinthut. Nee. Nee. Da können wir alles beim Standard bleiben. Genau. Ja. So sieht gut aus. Wir laufen mal mit dem Hexenhut rum. Gefällt mir am besten so. Wie viel Tokens haben wir jetzt noch? Keinen. Oh je. Okay. Dann waren es wirklich nur 6. So, aber jetzt einfach mal mit dem Eishut hier die Rutsche hoch. Und warum? Da kommen... Sind das Briefe oder Spielkarten? Sieht aus wie... Nee, Briefe, ne? Postkarten oder irgendwie sowas? Was kommt denn da raus? Uiuiui! Hallo! Dich kennen wir doch auch schon. Oh Gott, was ist hier? Postamt? Joa, klar. Was machst du denn? Oh, er hat keine Sprachausgabe. Ah, oh, du bist nur kleines Baby-Alien. Du bist zurückgekehrt. Ich kann in Alien-UFO bleiben, nicht? Kann ich mir private Briefe ansehen? Lernen wir Aliens denken? Bitte. Ist das unsere Fanpost?
Da sind so viele Briefe von weit entfernten Orten. Wenn Mafia Briefe liest, ist es fast so, als wäre Mafia da. Hier, komm und lies Briefe mit Mafia. Zusammen können wir uns vorstellen, an weit entfernten Orten zu sein. Aufgabenpack. Kannst du diesen Community-Marathon mit nur 3 Leben schaffen? Oh. Okay. Mafia Cliffside. Darkness Time Rift. Aufgabenpack, was haben wir da oben noch? Oh Gott. Präsentierte. Okay, das sind jetzt hier alle aus dem Steam Workshop irgendwelche Aufgaben. Jawohl, McDonald's. McDream Paradise. Wait, Moment. Das ist doch hier Super Mario Galaxy eine Welt. Gold Leaf Galaxy, ja, guck mal. Witzig, was es da nicht alles gibt noch. Trainbow Road, na klar. Ja, cool. Ich glaube, da probieren wir auch mal irgendwann von was aus, aber nicht jetzt. Okay. Und die rutscht wieder runter. Uhu. So, Freunde, wo gehen wir denn überhaupt hin? Oh, guck mal da unten. Das haben wir auch noch gar nicht gesehen, nachdem wir jetzt die Snatcher-Aufgaben gemacht haben. Todeswünsche. Ah, alles klar. Jetzt können wir hier die Karte. Jetzt können wir hier die Karte sehen und entsprechend neue Dinge anwählen. Oh, nice. Okay. So kommen wir dann wahrscheinlich instant dahin, brauchen nicht immer ins Schlafzimmer zum Snatcher laufen. Cool. Ja, das könnten wir jetzt zum Beispiel machen. Oder... warte mal, haben wir die Alpinbergkette abgeschlossen? Doch, da war doch... War das das Finale mit diesem Untergang, mit dem Blumen, mit der Krankheit? Und hier waren wir auch noch lange nicht mehr. Also, so viel zu tun. Gehen wir erstmal hier rein. Wir schließen erstmal die ganzen Welten ab, bevor wir uns ins große Finale stürzen. Genau, den Zeitriss haben wir gemacht. Das war das letzte, so, und der goldene Tresor, Akt 7, aber der 5. Akt fehlt ja auch immer noch. Sehr mysteriös, wie wir den kriegen. Gut, okay, dann kümmern wir uns erstmal um den goldenen Tresor, habe ich jetzt Bock drauf, so. Mach den großen Safe auf, Schweißperlen, hoffentlich keine. Oh Gott. Mafia World Code. Goldener Tresor, oh. Da scheint was richtig Schönes drin zu sein. So strahlende Augen, wie wir haben. Da bin ich ja mal gespannt. Wo ist der Tresor überhaupt und wie viele von diesen Tickets müssen wir dafür finden? Es waren ja sonst immer nur so, weiß nicht, 3, 4, 5. Aha, da oben ist er auch schon mal auf dem Wasserturm. Oh, wir werden gleich hier gespawnt. Das ist sehr schön. So, dann zeig uns mal an, wie viele du hast. 4 nur. Okay, aber die werden weit weg sein. Oh ja, oh ja. Die Linien gehen extrem weit weg. So, da vermute ich mal irgendwo hinter dem Haus. Gehen wir erstmal da gucken. So, wo bringt mich denn der hier hin? Wir versuchen es einfach. Ja, ungefähr dahin, wo ich hin will. Nein, nicht so ganz. Ist das da von einer? Nee, da fliegt irgendwas Gelbes. So, Leute, jetzt beginnt die große Suche. Kann ich euch anlabern? Okay, ihr seid zum Verkloppen. Booyah. Boing. Okay. So, mal sehen. Vielleicht hier drin. Nö. Die Frage ist halt auch, ist die Linie hier jetzt irgendwo zum Stehen gekommen oder haben wir sie einfach nur nicht mehr gesehen, weil sie zu weit weg war? So, da hinten auf dem Heißluftballon sehe ich noch eine Garnrolle, die ich eigentlich gerne hätte. Aber wie kommt man um alles in der Welt dahin? Hat das was mit den Drachen zu tun? Können wir uns an die Drachen hängen? Fragen über Fragen.
Okay, ich glaube am ehesten, oder ist das hier im Haus? Warte mal, dich können wir... Seagull eat fish, but fish belongs to Mafia. We punch Seagull for not respecting Mafia. Die armen Möwen. Seagull say, no punch, I have child. Mafia punch Seagull with child. Oh. Ja, genau, richtige Reaktion. So, was haben wir denn hier? Waren wir hier schon mal drin? Irgendwie nicht, ne? Da ratzt ein Mafia. Was steht da? In COD we trust. Können wir den aufwecken? Pff, nee, der quietscht nur. So. Ah, hier ist das Ticket. Bam. One. Goldener Tresorcode. Jawohl. So, jetzt noch drei andere. Kommen wir mit der Platte hier rüber? Versuchen wir es mal. Falscher Hut. Das und... Yes! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hat scheinbar doch nichts mit den Drachen zu tun, aber jede Garnrolle ist uns willkommen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Einfach runterjumpen. Alles klar. Dann möchte ich zurück zum Tresor und den nächsten Strahl verfolgen. Oh, oh Gott, Hilfe. Ich wollte nicht in den Stand, ich wollte hoch. Hier ist eine Leiter, nehmen wir doch die. So, was ist jetzt der schnellste Weg hoch? Irgendwie hier über die Dächer. Boing. Ach Mann. Einmal bitte höher. Ja, so ist doch gut. Oh, hier ist ein riesen Schwimmbad. Auch noch nicht gesehen. Okay. So, wo führt jetzt weiterhin bitte? Einmal, oh warte. Wir gehen jetzt alle relativ in dieselbe Richtung. Alles klar. Ich glaube, ich habe es erspäht. Ja. Da oben fliegt's. Doing. Hep. Und Nummer 2. Dann können wir gleich zurück. Ist hier eine Leiter zufällig? Ne, eine Treppe. Noch besser. Dum, dum, dum. Aua! Mann, ich hab doch gehauen. So, nehmen wir uns das Leben gleich wieder mit. Dum, 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 dum. Hep. So, und die anderen beiden. Warte mal. So, oh Gott. Du gehst hier gleich direkt um die Ecke. Nicht verschwinden, nicht verschwinden. Fies. Irgendwo da hinten, unten am Hafen. Noch sehe ich es ein bisschen. Hinter dem roten Container irgendwo. Oder ist das ein Container oder die Brücke davon? Ich weiß nicht. Ah. Irgendwo hier. Yes. Nice. Haben wir auch das. Easy. Dann einer noch. Mann, ihr Vögel, haut ab jetzt. Zwei und drei. So. Dum, 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 dum. Wir kommen jetzt wieder hoch. Einfach hier irgendwo mal. Ich hätte gerne eine Leiter oder so. Oder eine Treppe. Kein Fleischknäuel. Okay, dann halt Schritt für Schritt hier die Steine hoch. So geht's ja auch. Hoho! Auf zu lachen. Doofen Mafia. Nee, der hat nicht funktioniert. Dann halt die Leiter. Ey, ich sag dir, die Leiter. Headkit! So. Okay, da geht's nicht lang. Hier aber war, glaube ich, der Tresor über uns bei dem Ballon. So, und jawoll. So, letzter. Hinterher. Okay, nicht in der Kanone, sondern dort drunter, ja. Okay, da fliegt's einfach. Das war leicht. Got him. Yo, wir haben sie alle. Zurück zum Tresor. Hm, da habe ich mir jetzt eigentlich was Schwereres erhofft. Oder beziehungsweise erwartet.
Aber mal gucken, was da noch kommt. Was ist überhaupt... Oh, warte mal. Hey. Du bist doch auch noch eine leichte Garnrolle. Hopp. Entschuldige, Vogel. Bing. Hopp. Yeah! Dann fehlen nur noch zwei. So, auf zum Tresor. Was ist da drin? Ist da vielleicht noch eine ganze Subworld drin? Oder wird die ganze Insel jetzt wieder mit Lava überschwemmt? Sesam, öffne dich! Nein, es ist einfach das Zeitstück. Okay. Na dann. Easy going, Nummer 29. Ding, dum, bam. Ein seltener Sticker ist in Mafiastadt aufgetaucht. Ja, was es mit diesen Stickern auf sich hat, auch noch absolut keine Ahnung. Und wann kriegen wir hier Akt 5? Okay, wir werden wieder auf den Dachboden hingewiesen. Ja, das ist halt... Da nehme ich mal an, geht es dann um das, was da draußen passiert. Also das Finale der Story. Weil das ist so jetzt irgendwie das Letzte, was wir hier freigeschalten haben mit 25 Zeitstücken. Also würde ich das noch nicht machen. So, ich schaue nochmal hier rein. Hat sich jetzt der Akt 5 freigeschaltet? Klonk. Aha! Wieso kommt der erst, nachdem wir 6 und 7 haben? Was ist da los? So, Akt 5. Für 50 Points freischalten nehmen wir doch bitte. Yay! Beim Rennen schummeln. Mafiastadt immer noch 379 Einwohner. Mission ehrlich gewinnen. Pff, hahaha. Alles klar, Schweißperlen, keine Chance. Sollen wir jetzt aktiv mogeln? Was, was? Dir fehlt ein Schlüssel-Item. Ansonsten kann der Akt unmöglich... Oh, oh. Ah, wir brauchen noch was. Ah, wahrscheinlich die Zeitlupe, ne? Ja, alles klar. Dilli, nein. Dann brauchen wir noch den Zeitlupenhut. Ja, logisch. So, irgendwie alles um uns herum wird in Zeitlupe versetzt. Nur wir sind noch in richtiger Geschwindigkeit. Ja, okay, das würde Sinn ergeben. Gut, zwei Garnrollen müssen wir dafür noch finden. Dann gehen wir doch nochmal in die Deadbird Studios. Da haben wir ja auch noch einige Kapitel offen. Da haben wir bisher am wenigsten gemacht, glaube ich. So, schaut mal hier. Ach, da ist sogar noch ein Zeitriss. Ein blauer. Und hier sind noch die Akt 4 und 5. Die Filme. Also, ich weiß nicht, ob das wieder Filme werden, aber... Machen wir mal zum Abschluss für heute noch den Zeitriss. Wo war denn der? Ach, der war im Zug. Bei einer Sitzecke irgendwo. Gut. Das heißt, wir müssen mal in den... Halt, warte. Akt 2 rein. Der Mord im Eulenexpress. Wir sind auf der Suche nach dem Zeitriss. Dürfte ja nicht allzu schwer zu finden sein, weil so viele Zugabteile gab es nicht, wo so eine Sitzecken sind. So, hier hinten schon mal nicht. Das war alles weiter vorne. Oh nein. Jetzt wird die ganzen nervigen Krähen hier. Us Express Owls are not allowed to have pets. Ja, ja, ja. But if you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be? Der heißt jetzt Jerry. Weil er nervt. Y? Wo? Da. Jerry. Da. Ups. Enter. Ja, ja, du mit deinem Gemurmel. So, Sitzecken, Sitzecken, Sitzecken. Hier eher nicht. Ich vermute hier irgendwo. Das sieht eigentlich sehr danach aus, aber... Wahrscheinlich auf der anderen... Ja! Da. Tada! Gefunden! Sehr schön. Der Eulenexpress-Zeitriss. So eine kleine süße Jump'n'Run-Subworld wieder. Mit Waschbären. Nervigen Waschbären. Oh, was bist denn du? Ah, Aktivierungsplatten. Stimmt, die haben wir auch schon mal gesehen. Okay. Rote Strippen. Die Laterne ist nicht an. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie so einen Stromkreis schließen.
Da kommen wir absolut nicht hin. Dann hier mit dem Wandsprung. Okay, einmal warten. Wobei doch, da könnte man hinkommen, aber was bringt uns das? Ich versuch's mal. Okay, nein, es ist viel zu weit weg, alles klar. Wow, ganz knapp. Okay, so, das haben wir. Jetzt müssen wir das noch aktivieren, damit die Lampe angeht. Boah. Ah, jetzt dreht sich das zueinander. Alles klar. Bist du jetzt ein Checkpoint? Nö. Ging es da noch irgendwo anders hin? Nein. Hallo, Eule. Oh Gott. Was zum... Oh mein Gott. Die erste Eule, die uns wirklich angegriffen hat. Uah. Boing. Waschbär weg. So, oh je, oh je. Ihr dreht euch ganz schön schnell. Dum, 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 dum. Da, da, dum, dum. Wow. Und abgepasst, sehr schön. Du nervst. Dich ignorieren wir einfach. Alles klar. Ist auf jedem Würfel so ein Ding drauf? Ja, bisher auf 3 von 4, auf allen, ja. Jetzt kommt er doch noch an hier. Habe ich den jetzt wieder verpasst? Natürlich! So, da haben wir den ersten. Den zweiten. Du kommst jetzt. Und bei dir jetzt. 4. Yes, Jackpot. Und was gibt's hier für mich? Nur ein paar Waschbären. Okay. Bloß nicht in die Lücken fallen jetzt und zermalmt werden. Okay, der ist noch ein bisschen weiter oben. Der lässt sich nicht fallen. Sehen wir nur den Schatten. Kamera, würdest du bitte nicht so komisch? Danke. So, okay, dich als Aufzug benutzen wahrscheinlich. Ja, sieht gut aus. Na, komm runter. Peng. Activated. Und du auch noch. Einfach durchgefallen. Was denn das? Fies. Nicht, dass wir sie noch irgendwie brauchen würden, aber ich hätte sie schon gern gehabt. Okay, Treppe ist gemacht. Und dann sind wir oben. Ihr werdet auch noch vermöbelt, einfach weil ich Bock drauf habe. Und die fallen alle durch, die Pons hier. Mein Gott. So, und Zeitstück. Nummer 30. Es fehlen noch 10 Zeitstücke, Leute. Und dann haben wir zumindest die, die wir am Anfang verloren haben. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Und klick. Na gut, okay, weil er uns so nervt und jedes Mal wirklich aufdringlich hier erscheint, dann nehmen wir dich halt. So. Für den Sprint. Okay, gucken wir uns mal an, aber ich glaube, ich finde den anderen witziger. Mit dieser Gruselfratze. So, haben wir ihn gerade? Ja, ach, guck mal, süß ist es ja. Okay, in dem Licht sieht man hier kaum was. Nee, ich bin da eher ein Fan von der hier für den Sprinthut. Das ist cooler. Ja, sehr viel besser. So, Freunde, die Zeit ist aber für heute wieder abgelaufen. Beim nächsten Mal werden wir uns um die Welt hier kümmern. Einfach mal Akt 3 und 4 sind das, glaube ich, mal machen. Mal gucken, was die beiden komischen schrägen Vögel dann noch für uns bereithalten. Und hoffentlich finden wir dann auch 2 weitere Garnrollen, um uns endlich diesen letzten Hut zu machen.
Und dann können wir Mafia Town abschließen und noch vieles mehr. Also bleibt weiterhin am Ball. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part sage ich Cheerio!